Wenn die Talaner heilige Gegenstände finden, nehmen sie sie meist an sich, um ein Stück der Jods zu haben. Es gibt ihnen Hoffnung, dass sie eines Mondes helfen werden. Die meisten Talaner werden diese Dinge nicht einfach so abgeben. Diese Mission ist ein Kinderspiel, Commander. Es ist ein simpler Rettungseinsatz. Was soll schon schiefgehen, hä? Fassen wir mal zusammen. Ich habe meine Crew verloren, kann die Sonde nicht finden, meine Ausrüstung wird von ein paar Eingeborenen wie ein Rosenkranz angebetet und ich habe meinen Rucksack mit einer HKP-12 und 30 Magazinen. Diese Mission kommt irgendwie wohl gleich nach Fuba. Ich habe nichts von dem verstanden, Ulukai. Aber wenn du noch Dinge suchst, möchte ich dir das hier geben. Was ist das? Dieses Gamsaf soll das Phantasma eines Talaners beschützen, wenn man es festdrückt. In seinem Innern erscheint dann ein Leuchten. Und wenig später verströmt es ein helles Licht. Man glaubt, das eigene Phantasma wird so auf das Gamsaf übertragen. Allerdings kannst du dich nicht bewegen, solange das Licht leuchtet. Okay, Auszeit, Häuptling, das ist zu viel. Ich muss erst mal einen klaren Kopf kriegen. Kann ich mich irgendwo einen Moment ausruhen? Natürlich, Ulukai. Unser Lager steht dir völlig offen. Du solltest dich mit meinem Sohn Jan unterhalten. Er kann dir helfen. Anschließend solltest du zu mir zurückkehren. Ich werde dann das Daoka öffnen, sodass du dich auf deine Reise begeben kannst. Ja, da sind wir nun also in der Parallelwelt Adelpha mit unserem guten Cutterslate. Ich habe übrigens für dieses Let's Play ein paar Mods bzw. Patches installiert, ein paar Community Patches, damit wir das Spiel auf einer höheren Auflösung spielen können und damit ich es in etwas höherer Qualität auch auf YouTube hochladen kann. Wie man sieht, die Grafik ist jetzt nicht das Beste vom Besten, aber allein schon der Soundtrack gerade im Intro, der macht doch einiges wieder wett. Der ist übrigens auf der DVD-Version, die ich hier gerade spiele, nochmal verbessert worden und ziemlich laut auf meinen Kopfhörern auch gerade. Ich hoffe, das passt noch später mit dem Zusammenschneiden der Tonspuren. Okay, wir nehmen erstmal die Munition hier mit, die kann man immer gebrauchen. Dann schauen wir doch mal, was wir so für Waffen haben. Mit I öffnen wir das Inventar und gucken in die Waffenübersicht. Okay, wir haben eine HKP-12 und hier links sieht man auch, dass man im Spiel noch ein paar mehr Waffen bekommen kann. Was ist hier? Oh. Ja, eine medizinische Ausrüstung kann man sowieso immer gebrauchen, die nehmen wir direkt mal mit. Okay, dann gehen wir doch mal nach draußen in die schöne Schneewelt. Und ich glaube, ein wenig wegzoomen. Obwohl, nee, das geht. Ja. Die nehmen wir natürlich auch direkt mit. Wir sammeln direkt alles auf, was sich finden lässt. Weil man aus diesen Items sich später noch Verbesserungen oder Ausrüstungsgegenstände, Upgrades für seine Waffen und so weiter craften kann. Entschuldigung. Und der Zockrom sagte ja gerade, wir sollen seinen Sohn Jan finden, beziehungsweise Jan. Ein Name, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ja, die nehmen wir auch direkt mit. In ihren Häusern lassen die Talaner, so heißen die, auch gerne mal Munition für mich liegen. Nehmen wir alles mit. Und wo?
Nee, ich glaube, das hatten wir schon aufgenommen. Das hier ist, glaube ich, der Jan. Den werden wir jetzt mal direkt ansprechen. Grüßen. Verzeihung, Kumpel. Bist du Jan? Ja, Ulukai. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke. Dein Vater sagte, du könntest mir helfen, wieder in die Gänge zu kommen. In die was? Vergiss es. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Das kann ich, Ulukai. Wir führen hier 4 Prüfungen durch, um die anderen Wächter zu trainieren. Wenn du willst, kann ich sie mit dir machen. Gern. Dann hast du die Wahl zwischen unseren Prüfungen des Springens, Schwimmens, Zielens oder Heranschleichens. Im Hintergrund hören wir übrigens die Live-Aktualisierung unserer kleinen KI, die hier oben links in unserem Headset steckt. Die führt immer ein Lexikon für uns, ein Notepad. So, das ist quasi unser Journal, unser Questbuch. Wir als eingerosteter Elite-Soldat, frisch gestrandet in einem Paralleluniversum, müssen jetzt also ein kleines Tutorial durchspielen und fangen an mit der Prüfung des Zielens, würde ich mal sagen. Wie funktioniert diese Prüfung des Zielens? Wir haben einige Gefäße aufgestellt, um die Schießkünste der neuen Wächter zu prüfen. Auch wenn mein Vater unklugerweise Kazars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgt, müssen wir dennoch lernen, mit unseren Verteidigungswaffen umgehen zu können. Ich werde es dir zeigen. Okay, dann geh mal voraus, Jan. Und der Schnee knirscht schön unter unseren Füßen. Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Info zielen. Worum geht es dabei? Hierbei musst du diese Gefäße zerbrechen. Sie könnten einige Gegenstände enthalten. Versuche, sie alle kaputt zu machen. Ich versuche übrigens während der Dialoge so still wie möglich zu sein, weil ich da nicht reinquatschen möchte. Wir wollen ja schließlich auch alles verstehen. So, dann, jetzt sollen wir also diese Krüge hier zerschießen. Und ich meine gelesen zu haben, Aktionstaste 1 rüstet unsere... Genau. Instabile organische Energie. Okay, ja, dann wollen wir mal. Ah, wir haben sogar... Also mit der rechten Maustaste gehen wir in den Zielmodus. Da sieht man noch unten bei unserem Herrn Slate eine schöne Animation, wie das Headset langsam um seinen Kopf bzw. seinen Augenbereich fährt. Dann wollen wir mal. Du zielst gut. Du zielst gut. Ich ziele gut. Mit so einem Laserpointer ist auch das schlechte Zielen sehr schwer. Nachladen tut er also auch automatisch, sobald man aus dem Zielmodus rausgeht. Das sieht mir doch so aus wie kleine Geldsäcke hier. Die nehmen wir auch mal. Ja, Geld. Die nehmen wir direkt mal mit. Und diesen Kristall nehmen wir auch mit. Stecken wir die Waffe mal weg. Wir wollen ja niemandem einen Schrecken einjagen. Achso, die haben wir jetzt... Na gut, okay, dann gehen wir mal weiter mit der Prüfung des Springens. Lass uns diese Prüfung des Springens probieren. Folge mir, Ulukai. Ich werde dich an einen Ort bringen, wo wir die Fähigkeit des Springens prüfen können. Aber mal ganz ehrlich, als ausgewachsener Mann, als erwachsener Mann und vor allen Dingen auch Elite-Soldat, sollte man doch springen können. Naja, gut. Info springen. Und was jetzt? Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Okay, Phantasma ist in dieser Welt so etwas wie die Seele. Der Zokrim meinte ja auch gerade, wir können mit dem Gamsaf, was natürlich abgeleitet ist von Gamesave, ist ganz nett, unser Phantasma speichern. Das ist hier bei Outcast eine recht nette Art, wie sie das Speichern eingebunden haben. Gehen wir dann erstmal hoch, sammeln natürlich die Items ein, ist ja klar. Und über diesen riesigen Abgrund sollen wir jetzt springen. Oh, das war knapp. Gut, dass er sich hier festhalten kann. Mal sehen, ob dieses Funkgerät funktioniert. Slate an alle! Slate an alle! Kann mich jemand hören? Verdammt! Leute, schaltet eure Empfänger ein! Ich finde übrigens der Synchronsprecher... Natürlich, wir haben das erkannt. Upsala! Der Synchronsprecher von unserem Cutter Slate hier, der auch Bruce Willis synchronisiert, passt sehr gut in diese Figur. So ein bisschen abgebrühter, schlagkräftiger Elite-Soldat,
dem die Situation ein bisschen auf den Sack geht, aber auch gut anpacken kann. Okay, dann bleib doch mal stehen. Ich möchte weitere Prüfungen. Die Prüfung des Schwimmens. Kommst du mal eine Sekunde her? Erzähl mir von der Prüfung des Schwimmens. Wir prüfen die Fähigkeit aller Wächter, in den Gewässern von Adelpha zu tauchen. Das ist nützlich, wenn wir Gegenstände oder uns selbst vor Kroax-Kriegern verstecken wollen. Folge mir und ich werde dir diese Prüfung erklären. Wir als Elitesoldat lernen jetzt also noch das Schwimmen. Erst lernen wir das Springen, dann das Schwimmen. Danach lernen wir das Krabbeln und dann die Klötzchenaufbauschule. Nein, nicht wirklich. Ja. Ein bisschen langsam laufen sie doch, diese Talaner. Aber gut. Wenn sie so Hände haben, wie sie Füße haben, dann wundert mich das nicht. Oh. Und hier dürfen wir jetzt reinspringen in diese grüne Brühe, natürlich. Das wird doch überhaupt nicht kalt sein, weil wir uns in einem Schneegebiet befinden. Aber gut. Der Cutter, der kann das ab. Du willst, dass ich da drin schwimme? Da friere ich mir meine sonst was ab. Dieses Gewässer ist sehr kalt, aber es sind darin Gegenstände verborgen, die dir nützlich sein können. Schwimme zum Grund, um die besten zu finden, aber achte darauf, dass du dein Phantasma schützt. Dass ich mein Phantasma schütze, dass ich also nicht ertrinke. Vielen Dank, da wäre ich jetzt auch alleine gar nicht drauf gekommen. Ja, da scheinen doch einige Gegenstände drin zu sein, dann... Und mit einem Hechtsprung rein. Macht ihm gar nichts aus, dieses kalte Wasser. Tauchen tun wir mit der Aktionstaste, was universell unsere Maustaste 1 ist, beziehungsweise die linke Maustaste. Und dann sammeln wir doch mal fremdes Material, sammeln wir alles mal ein. Oben rechts sehen wir übrigens unsere Luftanzeige in Form dieser kleinen Gasflasche. Ich glaube, es wird Zeit, mal aufzutauchen. Hey, mal Luft holen und wieder runter. Munition, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Muscheln kann man immer gebrauchen. Warum und wozu auch immer. Ist übrigens gut, dass mir das hier angezeigt wird. Ich glaube, in dieser Grafik wäre es schwer, die einzelnen Sachen teilweise zu finden. Es ist kalt, ja. Ich glaube, das war's. Wir kriegen auch keine Anzeigen mehr. Alles klar, dann mal wieder raus aus dieser kalten, grünen Brühe. Das war... Ja, da sagt der Herr Slade selber, dass das kalt war. Gut, da haben wir diese Prüfung also auch. Auf zur letzten Prüfung, die Prüfung des Anschleichens. Was ist die Prüfung des Heranschleichens? Oh, das ist unsere schwierigste Prüfung. Da mein Vater angeordnet hat, dass wir Khazars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgen, müssen wir versuchen, uns an die Orte heranzuschleichen, zu denen wir gelangen wollen, ohne von den Kriegern bemerkt zu werden. Es geht doch nichts über ein kleines Anschleichmanöver. Spart Munition. Wenn du meinst, Ulukai, ich würde lieber kämpfen. Aber mein Vater verbietet es und deshalb üben wir Gegenstände zu holen, ohne gesehen zu werden. Folge mir und ich werde dir die Regeln erklären. Ulukai ist übrigens auch ein sehr lustiges Wort. Wir sind der Ulukai. Ich frage mich, wie ich mich anschleichen soll bei dem Schnee, der so richtig schön laut knirscht unter unseren Füßen. Dieser wunderschön kantige Schnee. Okay, verlieren wir kein weiteres Wort zur Grafik. Es ist nun mal ein altes Spiel. Wie funktioniert das? Ulukai, du hast nun eine unserer schwierigsten Prüfungen vor dir. Stell dich in den quadratischen Bereich. Wenn ich bis drei gezählt habe, musst du versuchen, die Früchte zu holen, die ich auf den Boden lege. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht, Ulukai. Wenn du das Quadrat verlässt, bevor ich bis drei gezählt habe, zähle ich noch einmal. Sollte ich dich sehen, werde ich es dir sagen. Du musst dann zu mir kommen und wir fangen von vorne an. Na dann mal los. Geh in den quadratischen Bereich und wir werden beginnen. Warte bitte, bis ich gezählt habe. Okay, also...